Jo Freunde, Zellos hier und damit herzlich willkommen zum NPBL Team Update Video für die Rückrunde, Freunde. Denn heute präsentiere ich euch mein Team für die Rückrunde der NPBL. Am Samstag gab es ja den Rückrunddraft, der live auf YouTube gestreamt wurde, wo wahrscheinlich einige von euch dabei waren. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute, wie gesagt, noch mein Team vorstellen, warum ich das und das Pokémon gepickt habe und ob es mein Team im Endeffekt verschlechtert oder verbessert hat. Und ja, Freunde, bevor ich zu den Pokémon komme, die ich ausgetauscht habe, nochmal etwas Kurzes an euch. Und zwar möchte ich auf jeden Fall, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr dieses Video erstmal bis zum Ende schaut, also bis ihr wisst, welches Pokémon neu dazugekommen ist und warum dieses Pokémon neu dazugekommen ist. Und dass ihr dann am Ende des Videos eure Kommentare bzw. eure Meinung in die Kommentare schreibt. Ob ihr findet, okay, dieses Team hat sich verbessert, ob ihr findet, dieses Team hat sich verschlechtert. Ob euch irgendwelche Einzelpicks gut gefallen, die in der Liga gegen andere Teams auch besser ist. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Würde mich mega, mega, mega freuen. Und dann würde ich sagen, fange ich mal an mit dem Pokémon, was ich zuerst rausgetauscht habe. Und zwar war ich letzter in der Reihenfolge. Das heißt, ich durfte dementsprechend sofort immer zwei Pokémon austauschen, Freunde, denn die Reihenfolge dreht sich immer. Deswegen durfte ich jedes Mal, wenn ich dran bin, zwei Pokémon austauschen. Und da habe ich mich am Anfang für meine beiden Stahl-Pokémon entschieden, denn ich habe Sherox weggegeben und ich habe Flunkiefer weggegeben. Bei Flunkiefer brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Flunkiefer war kein einziges Mal in der Hinrunde dabei. Hätte mir in der Rückrunde überhaupt nicht geholfen. Deswegen habe ich mich dafür ein weiteres Stahl-Pokémon entschieden, nämlich Bronzong, Freunde. Bronzong fand ich sehr, sehr wichtig für mein Team, denn Bronzong hat zwei sehr, sehr gute Fähigkeiten. Einmal den Hitzeschutz, dadurch werden Feuerattacken zu 50% geschwächt. Und die Fähigkeit Schwebe, Freunde, die ja für das eine oder andere Mal bestimmt sehr, sehr nützlich sein kann. Außerdem kann Bronzong sehr, sehr gut Pokémon supporten, wie Mega Altaria. Oder das Pokémon, was ich für Sherox reingetauscht habe. Bronzong kann natürlich hier mit Lichtleben, Reflektor und Lichtschild für 8 Runden rausbringen. Kann auf Attacken wie Tarnsteine, Bizarraum, Explosion zurückgreifen. Also ein Pokémon, was sehr, sehr vielseitig ist und was mein Team auf jeden Fall verstärkt. Dann habe ich für Sherox mein Unlicht-Pokémon, was ich auf jeden Fall noch brauchte fürs Team, nämlich Bishop reingetauscht. Ja, Bishop auf Deutsch Cesurio ist ein Pokémon, was ich früher sehr, sehr oft gespielt habe und ich mag einfach Bishop. Ich mag dieses Pokémon, den Unlicht-Typen habe ich gebraucht, Freunde, und jetzt habe ich einen sehr, sehr, sehr guten Pursuit-Trapper, ich habe einen sehr, sehr guten Knock-Off-Pokémon. Cesurio kann außerdem auf die Prio-Attacke mit Tiefschlag zurückgreifen. Hat außerdem einen nicht so schlechten Movepool, wie ich finde. Also es kann auf Attacken wie Steinhage oder Stone Edge hat es, glaube ich. Dann hat es Aeroass, es hat Kreuzschere, es hat Psycho Cut auf Deutsch, weiß ich nicht. Auf Deutsch auf jeden Fall eine Psycho-Attacke. Außerdem kann es die Tarnsteine oder die Spikes setten. Also Cesurio ist auf jeden Fall ein gutes Pokémon. Und vor allen Dingen die Fähigkeit Siegeswille macht es zu einem noch besseren Pokémon in meinem Team. Denn die Fähigkeit Siegeswille erlaubt Cesurio, wenn das gegnerische Pokémon gegen Cesurio auf Auflockern geht, oder wenn Cesurio zum Beispiel im Klebenetz gefangen ist, dass der Angriff von Cesurio auf plus 2 geht. Das heißt, dass Cesurio dann, wenn ich das richtig predikte, Cesurio dann in den Auflockern zum Beispiel reinwechsle, ich ein sehr, sehr, sehr mächtiges Cesurio auf plus 2 habe, was dann wahrscheinlich durch das ganze Team durchgeht. Und ja, Freunde, das war so mein Hintergedanke, dass Bronzong auf jeden Fall sehr, sehr gut Cesurio und Mega Altaria und wahrscheinlich auch Voltolas supportet. Denn wie gesagt, mit Reflektor, Lichtschild oder vielleicht auch mit Bizarraum supportet dieses Pokémon, meine anderen Pokémon, sehr, sehr gut, wie ich finde. Und ja, dann komme ich mal zu den nächsten zwei Tausch, beziehungsweise die nächsten zwei Switches, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich mich da wieder im unteren Tier und im oberen Tier orientiert. Und zwar habe ich für Amigento das Pokémon Aerodactyl reingetauscht. Ja, Freunde, Aerodactyl, ein richtig gutes Pokémon, war bei uns im Tier 4 heiß. Amigento war auch im Tier 4, das heißt, Amigento konnte ich dann dementsprechend für Aerodactyl tauschen. Noch ganz kurz, ich habe Flunkiefer natürlich von Tier 5 für Bronze und Tier 4 tauschen können, weil ich mit 40 Punkten angefangen, denn ich hatte noch 40 Punkte und konnte dementsprechend Flunkiefer für Bronzong tauschen, nur für die, die es noch nicht ganz verstanden haben. So, dann habe ich, wie gesagt, Amigento für Aerodactyl reingetauscht. Aerodactyl, ein sehr, sehr, sehr gutes Pokémon, Freunde. Kann gut als Lead gespielt werden, kann gut als Mix-Attacker gespielt werden, kann gut als Wahlband-Pokémon gespielt werden.
kann auf Attacken zugreifen, wie die Elementarzähne, also Donnerzahn, Eiszahn, Feuerzahn kann es, glaube ich. Es kann aber auch Mix gespielt werden mit Flammensturm, oder beziehungsweise Feuersturm, nicht Flammensturm. Hat außerdem Attacken wie Auflockern, was mir auch gefehlt hat, weil ich Sherox weggegeben habe. Und ich möchte nicht, dass Turtok der einzige Hazard Removal im Team ist, also der einzige Spinner dann. Und es ist der einzige Spinner, aber ich, ne, eine andere Möglichkeit, die Tarnsteine wegzubekommen. Und ihr seht schon, wenn ich Aerodactyl und Bronzong im Team habe, brauche ich dementsprechend Turbuts nicht mehr. Ich brauche einfach Turbuts nicht mehr in meinem Team und habe mir dementsprechend ein Feuer-Pokémon reingetauscht. Denn ich fand, ein Feuer-Pokémon hat diesem Team noch gefehlt und ich hätte gerne ein anderes Feuer-Pokémon gehabt, als ich jetzt habe. Aber ich bin trotzdem mit dem Feuer-Pokémon zufrieden, denn ich hätte lieber gerne Entei oder Arcani gehabt. Denn Entei und Arcani waren auch beide im Tier 2, so wie das Pokémon, was ich jetzt drin habe. Aber leider wurde Entei und Arcani nicht weggegeben und somit musste ich dann dementsprechend auf Vampivian zurückgreifen. Aber dennoch bin ich nicht allzu unglücklich. Ich bin sehr zufrieden mit Vampivian. Vampivian, ein sehr, sehr, sehr guter physischer Angreifer. Zu Vampivian brauche ich, glaube ich, nichts viel sagen. In Flammenblitz kann man so gut wie nichts reinwerfen, außer es ist ein Drache oder ein Bulky Water Type. Es two-hitted, Freunde. Es Element, Choice Scarf, Flammenblitz, Vampivian. Two-hitted ein komplett physisch-defensives Mega-Bisa-Flur mit der Fähigkeit Speckschicht. Also das ist wirklich krass. Würde ich sagen, komme ich zum letzten Pick und habe mich dazu entschieden, ein Geist-Pokémon im Tier 3 reinzutauschen, nämlich das gute Pokémon Apokalyp. Denn mit Apokalyp habe ich jetzt noch ein Pokémon, wo der Gegner auch nicht freischnauze auf Rapid Spin gehen kann. Also wie gesagt, mein Gegner, wenn ich die Tarnstein rausbekomme, hat es halt sehr, sehr, sehr schwierig, wenn ich Zesurio und Apokalyp dabei habe, halt die Hazards wieder zu entfernen. Denn mit Zesurio habe ich, wie gesagt, einen guten Switch in Auflockern. Klar bekommt er dann die Tarnsteine weg, aber Zesurio bekommt dann plus 2 Boost und er kann halt kaum noch was in Zesurio reinwechseln. Oder halt ein Spinblocker mit Apokalyp. Außerdem habe ich mit Apokalyp eine weitere spezielle Wall wie Kecleon. Ist ein weiterer Bulky Water Type, was nicht schlecht ist, weil klar, teilen sich Turtok und Apokalyp die Schwächen mit Elektro und Pflanze, aber die kann ich natürlich sehr, sehr gut ausgleichen mit Voltolos zum Beispiel, mit Altaria, mit Nidoqueen, mit Bronzong, mit Tangela, mit Zesurio. Also gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Schwächen auszugleichen. Und ja, außerdem habe ich jetzt endlich mal ein Pokémon mit Genesung. Hat einen sehr, sehr guten Movepool, wie ich finde. Also hat auch Attacken wie Örlich, kann man physisch defensiv spielen, kann man speziell defensiv spielen. Hat die Fähigkeit Tastflucht, die auch gar nicht so schlecht ist, Freunde. Also blockiert zu 30% Attacken, womit es getroffen wurde. Und hat so Attacken wie Bürde und Örlicht, was halt gut in Kombination zu spielen ist. Und ja, Freunde, das sind die 5 Pokémon, die ich neu dazu getauscht habe. Ich finde, dementsprechend habe ich mein Team verbessert. Ich würde aber immer noch sagen, dass Lord Ends und Qualcomm die besseren Teams haben. Noch besser wäre es natürlich mit Entei oder mit Arcani gewesen, das wisst ihr. Und habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass ich halt wirklich Arcani oder Entei viel, viel lieber gehabt hätte. Aber in Flampivian mache ich trotzdem nichts falsch, wie ich sagen würde. Und jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr das Team? Habe ich es verbessert, so wie ich es finde? Habe ich es verschlechtert? Oder ist es einfach gleich geblieben, Freunde? Oder gefällt euch irgendwelche einzelne Picks von mir? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich mega freuen, wenn wirklich jeder, der das Video geschaut hat, mir in die Kommentare schreibt, wie er dieses Team findet. Und damit bin ich raus, Freunde. Samstag um... Oh, shit. Ich weiß gar nicht, wann ich Samstag kämpfe, Freunde. Wie viel Uhr? Werdet ihr auf jeden Fall noch erfahren. Ich könnte ja unten in der Videobeschreibung gucken. Da steht ja alles. Und, ja, Samstag geht's gegen den lieben Badel, wo das Team gegen mich sehr, sehr gut ist. Also, ich habe ein... Ja, sagen wir mal, ein Team-Nachteil, Freunde, würde ich mal sagen, gegen Badel. Aber das schaffe ich schon irgendwie. Ich denke mal schon, dass ich das irgendwie hinbekomme. Badel ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Wird, denke ich mal, ein sehr, sehr spannender Kampf werden nächste Woche Samstag. Und ja, wir stehen natürlich aktuell noch auf dem ersten Platz, Freunde. Ich hoffe da wirklich, dass wir mit diesem Team in die Playoffs schaffen. Also mein Ziel sind auf jeden Fall die Playoffs. Mein Ziel ist auf jeden Fall der erste Platz. Denn dann habe ich es leichter in den Playoffs. Aber natürlich Platz 2 oder 3 ist auf jeden Fall hoffentlich auch drin mit diesem Team. Ich würde, wie gesagt, mich jetzt verabschieden. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Team findet. Ich bin damit raus. Haut rein und ciao.